herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Odyssey im Auftrag des Königs 2.6 Pre-Release, nachdem wir Hekkard wieder gesunden haben lassen durch einen besonderen Heiltrag von Konstantino. Ja, da habe ich mir überlegt, was mache ich denn dann? Da oben zum alten Turm komme ich ja nicht, da in der Nähe, da wo sich Lord Hagen aufhalten soll. Da ist irgendwie alles abgeriegelt. Dann habe ich mir gedacht, ich werde doch mal zu dem Erol gehen und mir diese rostige Drachenhelm-Geschichte, also dieser rostige Drachenhelm, nochmal anzusehen und zu kaufen. Oh, Feuerkrauten. Was waren noch? Feuernesseln. Gut. Ja. Corinnes ist sehr vertrackt. Und deswegen müssen wir alles einzeln und irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie peu à peu durcharbeiten. So, Erolchen. Dann gib mir mal deine verrostete. Zeig mir, wenn du noch. Nein. Oh, tippt hier. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Die Auswahl ist nicht sehr groß. Ja, ich weiß. Ich zeig mir deine Ware. Mal ein bisschen. Die Auswahl ist nicht sehr groß. So, da haben wir nämlich das Teil für 1900 Bullen. Bullen. Jetzt gucken wir mal, was wir denn hier noch alles so Lustiges haben. Hier haben wir zum Beispiel schwere Ork-Echse. Die können wir ihn eigentlich verballern. Damit wir auch ein bisschen hier ein bisschen Gewinn machen. Alles, was ich doppelt habe. Orkisch Kriegsschwert brauchen wir nicht sowas. Damit wir ein bisschen mehr an Kohle machen können. Ja, ein Wolfszahn. Ah ja, cool. Apropos, ich habe hier noch so Kriegsarmbrust. Man könnte ja dem... Okay, Geschäft ist erstmal beendet. Man könnte ja dem Dandolo nicht nur unbedingt ein stärkeres Schwert geben, sondern auch eine Kriegsarmbrust. Gucken wir mal, ob das klappt. Bessere Waffe geben. Hier, nimm. Gut. Ja, was nehme ich denn jetzt? Obwohl, er hat gar keine Armbrust in dem Inventar. Kriegsarmbrust. Orksche Armbrust. Ich gebe ihm für eine. Erstmal hier zum Testen die Orksche Armbrust. So. Hat zwar hinten. Hatten die eigentlich für eine Armbrust eigentlich drauf? Kann mir das jemand sagen? Das wäre cool. Weiß ich nicht. Kann ich so nicht erkennen. Naja, vielleicht kann mir das jemand in den Kommentaren schreiben, ob er eine bessere Armbrust durch mich gekriegt hat oder ob ich ihm Plünn gegeben habe. Plünn. Ja, Dandolo, komm. Lass uns mal einen anderen Weg gehen. Und zwar möchte ich ganz da hinten hin rüber. Ne, da ist doch Bengars Hof, glaube ich. Da gucken wir. Oh, wieder so viel Zeug. Immer schön. Sammeln. So, auch mal hier wieder einen großen Bogen um die Taverne tun. Mein Gott, ich hätte jetzt Bock auf einen Schluck Tavernana. Tavernana Bier. Spätlese, nein. Und zwar hier rum. Dahin gehen. Dahingehend gehen. Gucken, komme ich hier noch ran an diese Trüffel? Ja, Trüffel, das wäre cool. Trüffel kaufen. Trüffelkauf bei dubiosen Geschäftemachern oder Händlern kann ich nur warnen. Ich habe in Hannover eine schlechte, Gefängniskolonie, eine schlechte Erfahrung gemacht. Jetzt werden wir sehen, ob er hier meine geschenkte Armbrust anlegt. So, du, pass mal auf, hier sind so geile Keiler. Machst du da mal was? Ja. Nimmt er die? Ist die das jetzt? Oh, schön. Ja, er hat sie angenommen. Wie cool ist das denn? Er hat die Orksche Armbrust genommen, seht ihr? Das Spiel ist gut durchdacht. Die Modifikation ist fast fertig. So. Schauen wir mal, wo uns hier der Weg hinbringt. Falls er uns bringt. Das war ja da, wo wir... Das ist ja doof. Da, wo wir ja schon die komischen Lurker da entdeckt haben, diese Vergifteten.
Gucken wir erstmal hier rum. Das war doch das, oder nicht? Ja, hier waren wir auch schon mal. Ah, oh, so was Blödes aber auch. Moment. Auf der linken Seite waren wir noch nicht. Da steht ein Heinz. Oh, was steht denn da? Guckt er sich was an. Da guckt er sich ein Bild an. Ach ja, ich schwamm. Ach, so ist das. Ich schwamm ja hier mal in dem Teich rum und dann lunzte ich eine Quest, die da heißt Der Maler. Und so wie das aussieht, ist das jetzt hier nicht Pablo Picasso, sondern Pablo Giacomo. Hallo Giacomo, lass mal sehen, deine schöne Bild. Ah, sieht gut aus. Mhm. Ah, da sieht noch Corinnes aus. Was machst du denn hier? Siehst du das denn nicht? Ich male ein Bild. Ein Bild? Hier mitten unter den Orks? Ja, wie du siehst. Sei willkommen. Mein Name ist übrigens Giacomo. Man nennt mich auch Meister Giacomo. Hallo. Aber sag mal, ist die Gegend nicht viel zu gefährlich, um ein Bild zu malen? Nun ja. Bis jetzt bin ich aber mit jeder Gefahr fertig geworden. Wer bist du eigentlich? Mein Name ist Roland. Ich bin ein Soldat des Königs und diene auf dem Kriegsschiff Albatros. So, so. Du kommst von einem Kriegsschiff? Ein Schiff würde ich auch gerne malen. Wo liegt das Schiff denn? Im Hafen von Corinnis? Nein, es ankert wegen den Orks weiter von der Küste entfernt. Na, da kann man nichts machen. Schade. Warte mal. Du hast nicht zufällig Zeichenpapier dabei? Papier? Nein. Schade. Hä? Sehr schade. Ich benötige nämlich unbedingt Neues. Vielleicht kann ich dir ja etwas besorgen. Das wäre großartig. Sonst kann ich nämlich nicht mehr weitermalen. Am besten besorgst du mir die Blätter beim Händler Errol. Er hat eigentlich immer etwas im Angebot. Wo finde ich Errol? Tja, leider kann ich dir das nicht sagen. Wegen den Orks haben sich alle Bewohner aus dem Stab gemacht. Du wirst ihn leider suchen müssen. Ach ja, hier hast du 50 Goldstücke. Das müsste auf jeden Fall für die Blätter reichen. Den Rest kannst du dann für dich behalten. Ah ja, ich habe dir dein Papier besorgt. Hä, wieso ein Dit? Habe ich echt Papier? Es ist doch eigentlich Schreibpapier. Ah, nee. Ein leeres Blatt. Okay, dann ist es das. Ja, Giacomo. Er heißt, wird Giacomo ausgesprochen. Giacomo. Ich habe dir dein Papier besorgt. Sehr gut. Ich danke dir. Wenn du Lust hast, kannst du mich ja gerne nochmal besuchen. Das werden wir auch machen. Aber vorher... abspeichern. Und ich hoffe, dass ich jetzt auch ein bisschen hier die Asynchronität jetzt lösen konnte. Mal gucken. Ja, das ist gut. Weil vorher war es ein bisschen asynchron, falls ihr das gemerkt habt mit den Dialogeinblendungen. Ja, dann gucken wir doch mal nach. Till in Gefahr, der Maler. So, beschlossen, 10 Blatt Papier zu besorgen. Vielleicht erfahre ich durch die Gefälligkeiten noch mehr von ihm. Zeichenpapier besorgt, irgendwie schon keine weiteren Aufträge für mich zu haben. Ich kann ja später bei ihm vorbeischauen. Zuerst sollte ich mich weiter um Lord Baldwins Auftrag kümmern. Der Miliz auf Corinnis zu helfen. Lord Baldwins Auftrag kümmern. Ach, tolle Nummer. Oh, Lord Baldwin. Oder? Giacomo? Hey. Nochmal fragen? Nee. Oder der Nacht schlafen? Aber wenn im Logbuch schon steht, ich soll mich um Lord Baldwins Auftrag kümmern. Steht das denn hier? Ja, da sind ja eigentlich nur Orks auf den Höfen. Wo ist Lord Hagen? Da komme ich nicht ran. Meiner Meinung nach. Nährerz für den König. Lord Baldwin gab mir den Befehl, gemeinsam mit Gernot und einigen anderen aus unserer Mannschaft mit Beiboten nach in Corinnis werde ich dann mit Gernot reden, der das Unternehmen leiten wird. Gernot will, dass ich herausfinde, was auf Corinnis passiert ist und wo sich Lord Hagen befindet.
Ja, dann bleibt mir wohl also jetzt nichts anderes übrig, als wieder rüber zu gehen zur kleinen Insel und dann Dolo schon mal vorauszuschicken. Warte auf mich. Warte auf mich. Ich gehe jetzt am besten allein. Gut. Ja. Und zwar die Küste Baltrams Strand. Oder gehe zurück zu den anderen. Ja, das sind ja gehe die. Zurück zu den anderen. Na gut, dann gehe ich mal los. Okidoki, dann gehst du mal los und erstarrst zur Salzstange. Nee, doch nicht. Er isst ein Stück Fleisch, das ist gut. Beruhigt mich. Werde hier natürlich überspringen, wie ich da hinkomme zu meinen anderen Kumpels. Ja, und dann werden wir weitersehen, wie wir das Ganze... Hier ist doch noch was. Nee, wie wir das Ganze weiterkriegen. Mein Gott, jetzt will ich den ganzen Weg zu Fuß und dahin schwimmen. Ich habe doch eine Rune. Aber zuerst setze ich mein Käppi auf. Mein Rosskäppi. Wo ist das Rosskäppi? Na, da ist es. Hä? Bin ich jetzt total plätt? Habe ich mir das nicht abgekauft? Oh nee. Naja, okay, haben wir ein bisschen. Ich habe ihm das doch abgekauft. Oder ist es wieder woanders im Inventar gelandet? Oh, was ein Hickhack. Sorry. Da unten ist es. Achso, mit den Helmen und Hüten hat das noch irgendwie. Jetzt werden die wahrscheinlich wieder reinsortiert ins Inventar. Genau, richtig. So, zack, jetzt habe ich da Vieh auf. Endlich. Und wie sehe ich damit aus? Ja, schön. Schön lustig. Ja, und dann natürlich Corines Varaneninsel. Wunderbar. Wie sieht es denn eigentlich mit meinen Fähigkeiten aus? Stärke geschickt. Mhm. Und immer noch 20 Lernpunkte. Naja, dafür habe ich einen guten Schutz jetzt. Ork, Alba. Ah ja, da kann ich auch schön was lernen. Ah, der gute Kumpel Dandolo. Lang nicht mehr gesehen. Grüß dich, Dandolo. Harald. Ulfias. Gernot. Mal gucken. Nix. Nix. Ich fass es nicht. Habe ich ja den Weg hier völlig alleine gemacht. Umsonst gemacht. Möge Innos. Ja, möge Innos. Harald, hey, vielleicht du. Was zu sagen. Bring mir die starke Schildparade bei. Lass uns mit dem Training beginnen. Ja, ich glaube, ich werde mal ein bisschen Einhand trainieren. Nachdem ich erstmal geguckt habe. Ach Leute, Halva. Hey. Was machst du ich denn? Ich will... Stärke und Geschick. Oh, 3 Lernpunkte für ein bisschen. Hey, ich muss das anders... Ork, hey. Du kannst mir Schmieden beibringen. Kannst du mal was über Erzwaffen schmieden? Ja, okay, okay, okay. Da habe ich jetzt im Augenblick noch gar keine Verwendung für. Also mache ich jetzt hier. Lass uns. So, Einhandwaffen. Okay, das geht noch. Also 5. 5. So, jetzt habe ich nur noch 10. Jetzt will ich mal gucken. Das alles im Regen, ey. So, jetzt bin ich natürlich Einhänder-Kämpfer. Immer noch Kämpfer. Shit. Gucken, ob ich jetzt die Waffe ziehe. Okay, ich gehe mal nach oben. Warte mal. Ach ja, was machen wir denn jetzt? Also, ich werde doch nicht alles aufbrauchen. Weil, ja... Jetzt gehen wir zurück zum Leuchtturm. Oh, bevor ich das mache, sage ich doch lieber meinen Dandolo Bescheid, dass er da mal eben mühsamst sich dahin quälen soll. Oder hat er eventuell auch insgeheim eine Komm mit. Rune? Man weiß das nicht. Ja, ich weiß. Hey, du. Warte auf mich am Leuchtturm. Warte auf. Gut. Warte auf. Na gut. Ja, du machst das, ich mach das so. Perfekt. Ja.
Dann werde ich meinem Leuchtturm eine Runde schlafen. Meldor? Hey du! Da auch nichts zu sagen? Also das verstehe ich nicht. Ich habe den Maler Giacomo getroffen, habe ihm 10 Blatt gegeben und jo. Dann gab es keine Option mehr. Was ist da passiert? What is the fucking happening? Oh, die sitzt da immer noch so deprimiert. Ja, vielleicht kann ich ja jetzt zu Giacomo gehen und er hat sich's überlegt, mir doch irgendwie mehr zu erzählen. Wenn du, hey, komm mal mit. Komm mit. Auf geht's. Ja, bis dahin werde ich es mal wieder raffen. Ja, auch in dieser Senke vor der Burg haben wir noch ein paar Sachen zu töten, zu erledigen. Na, gucken wir mal. Oh, da lief doch ganz gut dann, Lolo, ne? Da ist nichts zu holen. Aber hier ist noch was zu holen. Schon wieder so ein Mistvieh. Ah, Mann. Den Feldräuber mal die Zangen ziehen hier. Ob wir uns mal ein bisschen weiter reinwagen tun. Ah, geht. Geht alles. Wenn man nur will. Ups. Sumpfenkraut denn? Ah, sehr viel. Okay, ich glaube, das war es mal hier für an dieser Stelle für diese kleine Exkursion. Wenn sich nicht da noch mehr befinden sollte, melde ich mich wieder. Ich gehe jetzt wieder zurück zu dem Maler Giacomo. Na, etwas weiter links von der Senke gibt es jetzt hier noch ein paar Waage. Die versuche ich dann mal mit Dandolo oder Dandolo mal selber alleine zu killen. Oh, ja, ja, mach sie hin. Siehste, geht auch mit dieser Schlachtaxt wunderbar. Dann werden wir mal ein paar Wagfälle ziehen. Fleische und Zähne. Nicht zu plündern. Okay. Ist noch mehr? Da hinten liegt noch einer. Kann nämlich sein, dass hier hinten noch was in der Ecke versteckedeit ist. Ja. Dandolo, siehst du das? Was da hinten ist? Ein Schattenläuferchen. Ui, 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 ui. Dann werden wir den mal ein bisschen anpieksen. Schon wieder so ein Mistvieh. So. Dandolo, mach mal. So. Ist denn jetzt der Schattenläufer so schnell hinter mir her? Uff, das glaube ich jetzt nicht. Schließe dich der Gilde der Diebe an und dich erwarten neue Abenteuer. So, Dandolo, jetzt machen wir das anders. Ich gebe dir doch meine beste Ork-Waffe. Armbrust meine ich. Gut. Und zwar, die nehme ich wieder zurück und ich nehme hier die 120 Schaden. Die war natürlich nicht so gut. Okay, Leute, jetzt müsste es aber ein bisschen mehr klappen. So, Dandolo, jetzt aber mal so leichte Schleichungen machen hier. Genau. Jetzt kommt er wieder nicht dazu. Ich bin nicht weggekommen. Das kommt davon, wenn man irgendwelche Exkursionen macht. So auf Abwägen, dann Dolo ein bisschen mehr, ein bisschen mehr.
So, am besten, wir gehen hier immer ganz rüber zur Wand, damit wir die Waage nicht noch zufällig anlocken. Hoffentlich treffe ich mal den Schattenläufer, damit er wenigstens erwacht von dem bisschen Kitzeln. Nee, das macht er auch nicht. Oh, doof ist es aber auch. Ja, jetzt? Lolo, siehst du das denn nicht? Ich hab dich auf offensiv geschaltet. Mist. Meine Fresse, was eine Dickhaut. Jo, jetzt. Nicht an Dolo hat. Abhauen, Roland, abhauen, springen! Ja, wunderbar. Roland, schnell was trinken, Roland. So. Wie sieht's denn eigentlich aus hier mit. Oh, dann Dolo sehr. Oh, das könnte er schaffen. Oder ich. Das war eine gute Teamarbeit, ne? Man kann Dandolo auch wirklich nicht alles machen lassen, ne, Dandolo? So, jetzt nochmal die Waage da hinten. Wollen wir es wagen, Dandolo? Wir wagen es jetzt mal. Schon wieder so ein Mistvieh. Man sollte sicherheitshalber doch auch mal ein bisschen was ziehen. So, da hinten müssen sich noch welche verpissen. Oder? Waren das alle? Dandolo, das waren wohl alle. Hast du gut gemacht, ich Job. Nicht gut. Ja, okay. Ich glaube, jetzt haben wir die Senke hier auch mal gereinigt. Und jetzt versuchen wir wieder weiter zu dem Maler zu kommen. Mal kurz an der Taverne vorbei. Ist mir aufgefallen, wir waren hier auch noch nicht. Mal gucken, wer da so alles ist. Alte Babu. Alte Dragomir. Aha. Was haben wir denn hier wieder für lustige Quests? Und eine Truhe. Kann man aufmachen. Kann man holen. Kann man einstecken. Nur mal gucken. Babo. Nein, halt, tu mir nichts. Aber Moment, du bist ja gar kein Orksöldner. Nein, das bin ich ganz bestimmt nicht. Was machst du hier? Ich verstecke mich vor den Orks und ihren Verbündeten. Sind Orks in der Nähe? Ja, eine ganze Menge sogar. Eine halbe Armee von ihnen belagert Onas Hof. Dann haben noch welche den Zugang zum Kloster besetzt. Am Pass habe ich auch einige von ihnen gesehen. Und in Orlands Taverne haben sich ein paar Orksöldner und andere finstere Typen bereit gemacht. Gut, dass du mir das sagst. Sag mal, willst du denn nicht zurück ins Kloster? Solange es hier von Orks wimmelt, bleibe ich, wo ich bin. Du Babu. Oh, und Rago, ich würde an deiner Stelle nicht weiter nach Norden gehen. Es kann sonst ziemlich gefährlich für dich werden. Aha, gefährlich, was du nix sagst. Dragomir, was machst du denn hier draußen? Hallo Roland, lange nicht gesehen. Tja, was soll ich hier draußen schon machen? Ich warte hier, bis dieser dämliche Krieg vorüber ist. Und ich hoffe sehr, dass diesen die Orks nicht gewinnen werden. Ja. Warum sollte nicht? Aber warum sollte ich nicht nach Norden gehen? Aha. Sind dort etwa auch schon die Orks? Keine Ahnung. Habe bisher keinen im Norden gesehen. Aber Banditen machen die Gegend dort unsicher. Banditen? Woher kommen sie? Aus dem Minental. So ist es. Ihr Anführer ist ein gewisser Gregor. Zuerst war seine Bande recht klein, aber jetzt hat sie immer mehr Zulauf bekommen. Der Krieg hat viele Menschen entwurzelt. Feldarbeiter, Bürger aus Gurinis. Ja, sogar Angehörige der Wachen haben sich der Bande angeschlossen. Eigentlich wollte ich ja in den Norden flüchten, aber solange die Banditen die Brücke besetzt halten, kommt da sowieso niemand durch. Die Flüchtlinge, die es bisher nicht geschafft haben, in den Norden zu gelangen, haben daher nur die Wahl, sich von den Banditen oder Orks umbringen oder versklaven zu lassen. Es wird daher höchste Zeit, dass jemand diesem Gregor das Handwerk legt, damit der Zugang zum Norden wieder frei wird.
Aha. Kannst du mir was beibringen? Wenn du zahlen kannst. Wie gesagt, ich bin zurzeit etwas mittellos. Ich kann dir aber dann beibringen, wie du noch besser mit dem Bogen schießen kannst. Ja, wenn du willst, dann zeige ich dir, wie man ein richtiger Meisterschütze wird. Du wirst dann menschlichen oder untoten Gegnern erheblich mehr Schaden zufügen können. Gegen Tiere allerdings wird dir der Meisterschuss nichts nützen, da die für solch einen gezielten Schuss viel zu flink sind. Da solltest du besser einen anderen Schuss verwenden. Der Wildjägerschuss ist für Tiere viel besser geeignet. Den könnte ich dir aber ebenfalls beibringen, wenn du willst. Wie viel verlangst du? 150 Goldstücke. Okay, investieren wir. Hier hast du dein Gold. Gut, von mir aus können wir sofort anfangen. Zeig einen Umgang mit der Armbrust, mit dem Bogen. Wildjäger, 3 Lernpunkte. Plus 15 Damage. Meisterschütze. Plus 15 Damage. 3 Lernpunkte. Meisterschütze, Wildjäger. Wow. Wow, da muss ich doch mal eben in die allgemeinen Infos gucken. Argumir, beibringen, wie ich Meisterschütze werde. Fernwaffen besser gegen menschliche oder Dämonen. Was? Fernwaffen gegen dämonische gegen Untote einsetzen. Das bedeutet, dass auch die Gegner pro Schuss 15 zusätzlichen Schaden erhalten. Allerdings benötige ich hierfür mindestens 90 Geschick. Außerdem muss ich immer Wildjäger beherrschen. Okay, Dragomir-Jäger ist mir bereit. Okay, das wissen wir. Also Wildjäger, ich brauche mindestens Geschick. Geschick habe ich 74. So, Wildjäger, machen wir das mal so, oder? Zeige mir, wie ich Wildjäger werden kann. Die meisten Tiere sind sehr schnell und es ist schwierig, die zu treffen. Außerdem sind gefährlichere Tiere, wie zum Beispiel ein Schattenläufer, sehr stark, sodass dein Leben davon abhängt, einen Volltreffer zu landen. Verzichte daher bei der Jagd auf ein bewusstes Zielen. Achte mehr auf deinen Instinkt und dein gutes Auge. Je mehr Erfahrung du hast, umso schneller bist du in der Lage zu schießen und auch zu treffen. Beachte dies und du wirst ein guter Wildjäger werden. Ja, dann haben wir das auch schon mal gemacht. Wildjäger, gucken wir mal. Wildjäger. Schrift der Erbauer. Okay. Ja, ich werde mich zu Dragomir gesellen mit Dandolo und für diese Folge mal Tschüss sagen. Ist wieder schon viel zu lange hin. Ich wollte eigentlich noch zum Maler gehen. Aber schauen wir mal. Ich verabschiede mich. Sage ein Tschüss, lasst einen Daumen da, ein Klingelglöckchen und schreibt einen Kommentar. Vielleicht auch nochmal zu diesem Maler, ob der mir noch Aufträge gibt. Tschüss.